Durch den von Nazi-Deutschland entfesselten Krieg ist Europa ein einziges Schlachtfeld und vollkommen zerstört. Die Zahl an Todesopfern reicht bis mindestens 55 Millionen Menschen. Mit dem Einzug der Roten Armee im Frühjahr 1945 wird die Zeit der Nazi-Herrschaft beendet. Millionen deutsche Soldaten kommen in Kriegsgefangenschaft. Circa 12 bis 14 Millionen Deutsche aus den deutschen Ostgebieten und den übrigen deutschen Siedlungsgebieten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa müssen flüchten oder werden vertrieben. Für Hunderttausende, die nicht flüchten können oder an der Flucht gehindert werden, beginnt ein hartes Leben als Zwangsarbeiter. Eine Art Leben der Reparationen für das Leid und die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, die Deutschland zu verantworten hat. Andere kommen in Internierungslager, wo sie der Willkür und der Rachsucht der neuen Machthaber ausgesetzt sind. Doch es sind die Unschuldigen, die nun für Hitlers Gräueltaten büßen sollen. Für sie beginnt ein erbitterter Kampf ums Überleben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 werden deutsche Zivilisten aus den ehemaligen Gebieten des Deutschen Reiches in Mittel- und Osteuropa in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit verschleppt. Es folgen Deportationen aus Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und Rumänien. Eine Zeitzeugin, die sich noch ganz genau an die Deportation erinnert, ist Else Thomas. Sie stammt aus dem niederschlesischen Dorf auf dem Jerichauer Berg bei Striegau. Auf der Flucht wird sie zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Bruder und weiteren Verwandten von der russischen Kommandantur verhaftet. Da ist sie gerade 18 Jahre alt. Sie wird in die rund 200 Kilometer östlich gelegene ehemalige preußische Zuchtanstalt der Stadt Beuthen in Oberschlesien deportiert. Zu dieser Zeit ist das Gefängnis ein zentrales Sammellager für tausende Zivilisten aus der sowjetisch besetzten Region, die von hier aus nach Sibirien verschleppt werden. In Beuthen sind wir dann gekommen in ein großes Gefängnis. Das war die Sammelstelle für die Schlesier, Niederschlesier und Oberschlesier. Auf dem Gefängnishof standen Massen von Menschen, ein Gebrülle, ein Geschreie. Es wurde abgezählt, wie viel jeweils in die einzelnen Zellen gebracht werden. Sie haben in einer Einzelzelle in diesem Gefängnis 10 Frauen untergebracht. Wir lagen wie die Heringe, ja, kreuz und quer. Und dann haben uns im Gefängnis, die Wache haben denen oft gesagt, ihr kommt nach Sibirien. Und da haben wir es nicht geglaubt, weil wir immer wieder gesagt haben, was haben wir denn gemacht? Wir sind Kinderhalbe. Das können wir nicht glauben, ja. Und da sind wir dann zu Fuß ein ganzes Ende von dem Gefängnis bis zum Bahnhof gelaufen. Und da standen die Viehwagen, wo alle, die nach Sibirien kamen und dort verladen worden, ja. Na, wir waren schon so gedemütigt, so geschwächt, dass wir schon verdammt uns ruhig verhalten haben, ja. Natürlich haben die russischen Soldaten, waren unterschiedlich vom Verhalten, auch mitunter gebrüllt, wenn es nach ihrer Meinung nicht so geklappt hat. Wir sind einfach ohne Probleme eingestiegen. Wir haben uns, es waren so 2 Etagen rechts und links eingerichtet, untere und obere Etage, haben uns unser Quartier gesucht, also wir haben auf blanken Brettern gelegen. Ich lag oben, die anderen lagen unter. Am schlimmsten waren die, die auf dem Fußboden liegen mussten, neben diesem Rohr, wo man hier sein Bedürfnis da erledigte. Wir kamen während dieser Fahrt, die fast 4 Wochen dauerte, nach Kemerovo, ganz wenig zu essen. Es gab mal zwischenzeitlich ein Kantenbrot, mal ein bisschen Tee. Und was das Allerschlimmste war, auch für alle anderen, das war die Flüssigkeit, die nicht ausreichend zur Verfügung stand. Naja, Gewissheit hatten wir auch nicht, weil sie uns immer wieder nie gesagt haben, wo es hingeht. Das ist eben bei den Russen so gewesen. Du erfährst gar nichts, was sie mit dir vorhaben, was sie mit dir machen wollen. Das wird verschwiegen. Bis wir dann gemerkt haben, es geht immer weiter, die Kälte beginnt, wir sind immer in Ural. Dann kriegten wir ja mit, obwohl alles vergittert war, aber es waren noch solche Ritze,
vorhanden, dass wir noch sehen konnten, dass wir immer mehr ins kalte Gebiet kommen, ja, nach Asien. Das haben wir dann mitgekriegt. Es wurde ja hundekalt. Auch aus der sowjetischen Besatzungszone der späteren DDR werden zwischen 1945 und 1954 Deutsche zur Zwangsarbeit in die UdSSR verschleppt. Wie viele es genau sind, lässt sich nicht genau ermitteln. Viele Autoren rechnen mit etwa 20.000 Deportationsopfern. Einige vermuten allerdings deutlich höhere Opferzahlen. Einer der Verschleppten aus der sowjetischen Besatzungszone ist Roland Bude. Im Januar 1951 wird er in das sowjetische Straflager Workuta deportiert. Der politisch engagierte Slawistikstudent von der Universität Rostock gerät in die Mühlen der Staatssicherheit. Nach seiner Vernehmung in Rostock kommt er zu 6-monatigen Verhören nach Schwerin in die Untersuchungshaftanstalt. Das sowjetische Militärtribunal verurteilt ihn zu 2x25 Jahren Besserungsarbeitslager Workuta. Die Anschuldigung lautete Spionage, Anti-Sowjet-Hetze, illegale Gruppenbildung. Will nicht gleich sagen, wie das zustande kam. Spionage war klar. Ich studierte in der Ostzone Slawistik und Anglistik und besuchte jemanden, hatte Kontakt zu Leuten im amerikanischen Sektor. Das nächste war Anti-Sowjet-Hetze. Da fanden die bei mir eine Zeitung, der Westberliner Zeitung, der Kurier, von der hielt ich was. Auf der ersten Seite stand Sowjet-U-Boote vor Australien. Die Tatsache, dass ich das besessen habe, war das Indiz, dass ich Anti-Sowjet-Hetze betreibe. Ja, da wurde ich von Rostock in den anschließenden Tagen nach Schwerin gebracht. Und in Schwerin, im Demmler-Palast, da waren dann die Vernehmungen und schließlich da auch die Verurteilung. Zweimal wurde ich verurteilt zu 25, aber die höchste Strafe, die man absitzen kann, sind 25 Jahre. Und wurden in Eisenbahnwaggons verfrachtet am Bahnhof Lichtenberg und kamen also und fuhren dann los. Und die deutschen Eisenbahner, das waren ja wirklich feine Kerle. Die machten also überall, wo es nur war, so viel Lärm wie möglich und nannten x-mal Bahnhof so und so, Bahnhof Nova, Frankfurt-Oder, Frankfurt-Oder, Frankfurt-Oder x-mal, dass es also der Schwerhörigste von uns mitkriegen musste. Und nun war die große Spannung und Erwartung, wie geht's denn nun weiter? Naja, und dann hört man ja, dass wir über den Fluss fuhren, über die Oder. Und das war, da war eigentlich der mentale Tiefpunkt bei allen, nicht? Und wie wir transportiert wurden, wir wurden zwar am Blauen Express angehängt, aber das waren in Gefangenenwaggons, in einer Einmannzelle, wo einer gerade so sitzen konnte, waren wir zu dritt. Das war wirklich das Schlimmste, denn da konnte ja immer nur einer und die beiden anderen, die hingen ja auf dem drauf. Und schlafen konnte man, also das war schlimm. Und zweimal am Tag gab es da einen Becher Wasser zu trinken und dann sowas Ähnliches wie Suppe oder Brei. Da fuhren wir und guckten raus und da konnte man, da war schon so eine kleine Luke, da sahen welche, man sah nur weiß Schnee. 4 Wochen sind wir gefahren, 4 Wochen. Wir waren Ende April da in Kemerovo. Wir sind aus dem Zug ausgestiegen, ziemlich kaputt, entkräftet, durch den schlechten Ernährung und standen vor einem großen Tor eines Kriegsgefangenenlagers. Wir wurden dort reingebracht und wurden abgezählt, wurden dann in Baracken, die unter der Erde lagen, also Lehmbaracken, wurden wir 140 Frauen untergebracht. Und dort haben wir ja auf lange Zeit auf Brettern schlafen müssen. Es gab keine Decken, es gab keine Matratzen. Nur auf blanken Brettern haben wir einige Jahre verbracht. Ich habe die ersten 2 Jahre, als ich hatte die Kategorie 1, der beste Gesundheitszustand, da wurden wir zunächst in der Nähe von unserem Kriegsgefangenenlager in die Ziegelei gebracht. In der Ziegelei haben wir dort
längere Zeit Ziegelsteine verladen müssen. Und da hatten wir Kiepen, wo 6 Steine draufgingen, mussten immer so kiepenweise diese vielen Waggons, waren tausende, so ein Waggon voll war mit Steinen, mit Ziegelsteinen. Und da die frisch gebrannt aus den Ofen kamen, hatten wir oft blutige Hände. Und dann kriegt man später mal Handschuhe, aber die waren so scharf, die Steine, dass die Handschuhe auch bald kaputt gingen. Die Verpflegung war nach wie vor schlecht. Wir haben gehungert bis zum letzten Ende, die wir keine zusätzlichen Kontaktverbindungen hatten oder in der Küche gearbeitet haben. Ich nicht. Ich habe nur immer arbeiten müssen und habe damit auch sehr, sehr viel gehungert. Ja, es gab ein 2-Kanten Brot, die kriegten wir 200 Gramm. Dann gab es dann eine Hirsesuppe, meine Zeit lang Sauerkrautsuppen, die ja typisch sind. Aber es war zu wenig, um den Hunger zu vertreiben. Wir haben schrecklich, Hungern war das Allerschlimmste, was ich je dort erlebt habe. Dann sind wir später in ein Stadtlager gekommen in Kemerovo und dort wurden wir eingesetzt für Bauarbeiten. Da haben wir Fundamente gegraben, da haben wir mit betoniert. Also diese Dinge haben wir machen müssen. Es war eine sehr schwere Arbeit. Und dann sind wir später im Herbst manchmal auf Kolchosen gekommen und haben dort Kartoffeln gelesen und so weiter. Und dort haben wir wenigstens was zu essen gehabt. Aber sonst haben wir gehaust, schlimmer wie die Schweine. Ja? Wir konnten uns nicht waschen. Ja, es war chaotisch, furchtbar. Wir durften 1947 erstmalig 3 Wörter schreiben nach Hause. Es wurde uns gestattet. Dann wusste ich, dass sie leben. Es hat uns nochmal Ansporn gegeben, mehr zu tun für unser Überleben, sich nicht gehen zu lassen, nicht giftige Früchte zu essen aus Hunger, dass du daran kaputt gehst. Wir hatten einen unheimlichen Überlebenswillen, der sich ausgeprägt hat, indem wir uns untereinander geholfen haben, indem wir geglaubt haben, indem wir uns immer wieder ja Mut gemacht haben, dass wir hier überleben müssen. Und in der Nähe war die Transsibirische Eisenbahn in Anjarka. Da haben wir den Zug, wir haben ja schon den Gedanken gesehen, mit dem fahren wir dann nach Hause. Mitte Oktober 1949. Und da wurden die Kriegsgefangenen in Kemerovo als erstes heimgeschimpft Anfang Oktober. Und wir waren heulend, standen wir da. Sagt, wieso die Gefangenen, die im Krieg waren und wir als Zivilisten, wir werden ja die Letzten sein. Da standen eben eines Tages eben die Waggons da am Bleisen und da wurden wir verladen und abging's. Dass wir gesagt bekamen, wann ihr nach Hause kommt und, das gab es nicht. Das gab es nicht. Verschwiegen bis aufs Letzte. Das war eben typisch für die Russen, für diese Staatssicherheit. Und da kamen wir in Walkutta an. Strahlender Sonnenschein. Also es war so, dass man fast blind wurde. Und Wind, und wir standen da, und auf einmal kamen die Russen und schmissen uns in den Schnee und rieben uns mit Schnee, damit die Erfrierungen nicht durchkamen. Das war für uns. Wir dachten, die schmeißen sich auf uns und erschlagen uns oder bringen uns um oder sonst was. Nee, die waren nur und machten uns klar, man darf sich nicht gegen Wind stellen. Der Wind ist das Gefährliche. Und dann später, das waren also wirklich beängstigende Verhältnisse. Die Posten, die standen, denen ging es nur darum, dass wir vollzählig waren. Da haute ja keiner von uns ab. Nicht? Und dann liefen wir also ein Stück vom Bahnhof querfeldein durch den Schnee. Ab und zu, da guckte gerade noch der Dachfirst raus und irgendeine Ofenröhre oder was. Na, schließlich und endlich kamen wir also hier in das Lager Schacht 40. Da kamen wir zu fünft in eine, es war schon finster, es war eine Baracke zu merken, voll überfüllt mit Menschen, du liebe Zeit. Wir lagen schließlich und endlich am Fußboden, unter den Pritschen und nur am Fußboden. Da war kein Platz mehr. Von oben fielen die Wanzen runter. Auf mich gehen Wanzen. Das war also für mich schlimm. Wenn wo Wanzen waren, dann war der Erste, der, das ich sie hatte. Also
Aber dafür gingen auf mich keine Flöhe, die sind ja unangenehmer. Das waren ja wie Arbeitsdienstbaracken. Und zwar waren das Pfahlbauten, denn im Sommer taute der obere Teil ja auf, nicht? Also ging das nur auf Pfählen. Und die Pfähle, die waren ja nur alle 2 Meter oder noch enger. Und da die Pfähle, das war das, die Arbeit für die Pfähle. Das waren also die Gruben, die wir graben mussten. Da sollten wir in dem gefrorenen Erdreich, das war da hier 1,20, 80 breit, 3,80 tief graben sollten. Ich kam mit ihm und ich, mein Gott, ich das erste Mal in meinem Leben mit der Spitzhacke, ach du liebe Zeit, ich dachte, du gehst dir kaputt. Den Sommer erlebst du nicht. Ich glaube, ich wog 47 Kilo. Bei damals 1,72, das ist ja nur nicht unbedingt sofort für Schwerstarbeiten einzusetzen. Früh gab es eine Krautsuppe, die berühmte Ski. Manchmal gab es Borsch. Dann gab es tags einmal 150 Gramm Brei, Kascha. Froh waren wir, wenn es aufs Janaya gab, also Haferbrei. Davon wurde man satt. Und darauf gab es halt so ein Fingerhut groß warmes Öl. Nicht? Oder gab es, schlimm war es, wenn es Maisbrei gab. Der hat ja höhere Kalorien, da gab es bloß 125 Gramm. Und dass der mehr Kalorien hat, merkt man ja nicht. Den konnte man schlecht kauen. Also das war zum Verzweifeln. Einmal sah ich die totale Ineffizienz dieses Systems. Das geht kaputt. Und zum Zweiten sagte ich mir, der Herrgott hat die Nazi-Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen. Der lässt auch das nicht in den Himmel wachsen. Das war mein Glaube. Das ist, ich habe nichts Schlechtes gemacht. Gut, ich muss nur sehen, dass ich es mit Anstand überlebe. Und dann war, nach und nach festigte ich mir auch, nachdem ich 2 Jahre da war, da hat mir die schwerste Arbeit unter Tage nicht mehr ausgemacht. Einen Tag abends bestehen, hören, Mitteilung der Sowjetregierung, dass Bundeskanzler Adenauer mit einer Regierungsdelegation zu Verhandlungen nach Moskau kommt. Und wir 4, der Lautsprecher hat ja die Qualität eben, die damals solche Einrichtungen in Russland hatten. Wir unterhielten, haben wir das richtig verstanden? Haben wir richtig verstanden? Und plötzlich kommen die Posten. Slyschele, habt ihr gehört? Adenauer priedet, Adenauer kommt. Und dann on Isawami priedet. Das heißt, der kommt auch euretwegen. Beziehungsweise, man kann es sogar übersetzen, der kommt auch euch zu holen. Das on Isawami priedet. Mein Gott. Oh, und los, schlaft gut, keine Hunde und nichts. Tja, so ist das. Die Deportationen der Deutschen in die Sowjetunion beginnen nicht erst mit dem deutschen Einmarsch in die UdSSR 1941. Bereits das zaristische Russland lässt während des Ersten Weltkrieges zahlreiche Deutsche deportieren. Stalins Säuberungen betreffen schon in den 1920er und 30er Jahren auch Russlanddeutsche, die als Kulaken in den Gulags verschwinden, weil sie als politisch unzuverlässig gelten. Also hinsichtlich der deutschen Bürger gibt es mehrere Perspektiven, die man sicherlich auseinanderhalten muss. Also einmal zunächst haben sie Deutsche, die Staatsbürger anderer südosteuropäischer Staaten sind. Die sogenannten Volksdeutschen, dann hat man die Reichsdeutschen, die also im ehemaligen Reichsgebiet leben. Und der Zugriff auf die beiden Personengruppen wird zunächst mal sowjetischer Seite dadurch bestimmt, dass man Arbeitskräfte braucht, tatsächlich für den Wiederaufbau, und davon ausgeht, dass alles, was deutsch ist, ja dann auch für die Kosten des Krieges bezahlen kann. Also das ist ein ganz wesentliches Moment, dass man sehr viele neue Arbeitskräfte mobilisieren will, wie es heißt, deportiert dann in die Sowjetunion, vor allem in die Ukraine, nach Weißrussland, vor allem in Bergbau und Industrieaufbau. Und damit die doch die Schäden des Krieges wieder gut machen, unter dem großen Begriff Reparationen durch Arbeit. Und aus diesem
jetzt sehr pauschal dargestellten Verständnis, hat es sich dann ergeben, dass man beim Vormarsch, also in den ersten Monaten des Eindringens in deutsches Gebiet, sehr harsch vorgegangen ist, auch gegen kleine Amtsträger. Also sie haben eine ganze Reihe von standgerichtlichen Urteilen, etwa gegen Bürgermeister, gegen Lehrer, die als Unterstützer des NS-Regimes zum Tode verurteilt werden und auch tatsächlich hingerichtet werden. Das sind nicht Zehntausende von Fällen, aber es ist so ein gewisser markanter Punkt, dass man gerade so in diesen frühen Monaten des Vormarschs aufs deutsche Gebiet, vor allem dann auf das Kerngebiet, so gedacht hat und das auch umgesetzt hat in Politik. Das zweite Signal ist diese Internierung von sehr vielen, von weit über 130.000, von über 150.000 Zivilisten, denen man ja trotz allem auch eine nationalsozialistische Vergangenheit vorgeworfen hat. Und diese nationalsozialistische Vergangenheit hat dann auch die Deportation nochmal mit legitimiert zumindest. Als im Frühjahr 1945 die Rote Armee Ostpreußen besetzt, beginnen tausende Deutsche zu flüchten. Helmut Spies, damals 13 Jahre, ist die Flucht nicht gelungen. Anfang Juni 1945 kommt er wie viele andere in ein Arbeitslager in dem Dorf Brakupönen, das zu dem russischen Kubanovka wurde. Er verkörpert das Schicksal derjenigen, die nicht mehr in die Sowjetunion deportiert werden brauchen, da bereits seine Heimat automatisch durch die Besetzung in den sowjetischen Einflussbereich gerät. Von Hochmühlen sind wir mit dem Pferdewagen geflüchtet bis nach Kreis Preußisch-Eylau. Dort wurde unser Pferd von der deutschen Armee konfisziert. Dann wurden wir vom Militär mitgenommen bis zum Haf. Am frischen Haf wurden wir dann auf Pferdewagen verteilt und über das Haf geführt. In Pillau sollten wir auf ein Schiff. Meine Mutter und ich hätten mitfahren dürfen. Meine Großmutter war damals 83 Jahre alt. Die alte Frau durfte nicht mit. Dann schied meine Mutter, wenn die Oma nicht, dann wir auch nicht. Und so blieben wir ungefähr 4 Wochen in Pillau. Als der Beschuss in Pillau schon so stark war, dass man nicht mehr leben konnte, wurden wir ins Samland evakuiert. Und am 15. April 1945 bin ich in Sorgenau gefangen genommen. Unterwegs waren wir vom 16. April 1945 bis Anfang Juni 1945, bis wir dann im Lager Brakupönen ankamen. Wir müssen gestunken haben, keine Wäsche gewechselt, mit vollen Hosen. Das war der Koselhof. Da standen 2 Häuser. Das eine Haus hatte 4 Wohnungen, das andere 2 Wohnungen. In der einen Wohnung wohnten die Posten und die anderen 5 Wohnungen waren von uns etwa 200 Leuten belegt. Mutter und ich, wir wohnten von Anfang in der Küche. Und aus der Scheune holten wir uns Stroh und auf den Strohlagern haben wir uns dann niedergelassen. Auf dem Hof war eine Pumpe, dort konnten wir Wasser holen und einige Leute hatten auch noch Streichhölzer oder Feuerzeug, das weiß ich nicht. Die konnten jedenfalls Feuer machen und so haben wir uns gegenseitig dann und in Schuppen fanden wir auch noch Brennmaterialien, konnten wir uns dann etwas Warmes zubereiten. Aber das warme Zubereiten war auch nur möglich in Konservendosen. So eine Literdosen, die Soldaten weggeworfen hatten, die lagen überall rum. Und diese Literdosen waren unsere Gefäße. Eine so eine Literdose voll Mehl war eine Wochenration für uns. Wir hatten weder Löffel noch Messer noch Streichhölzer. So haben wir die Mehlpampe, das Mehl in Wasser mit Wasser vermischt und diese Mehlpampe dann gegessen, mit den Fingern gegessen. Kartoffeln gepflanzt, Kartoffeln behäufelt, Kartoffeln geerntet. Ein riesengroßes Feld hatten die schon im Lager waren, im Frühjahr entweder gesät oder gepflanzt. Riesengroßes Zwiebelfeld, das musste gejätet werden. Und wir Jungs
mussten Pferdegespanne führen. Und es waren auch noch ein paar alte Männer. Viele haben nicht überlebt, sind entkräftet verstorben. Auf dem Transport bis ins Lager wurden die Frauen oft vergewaltigt von ganzen Horden. Meine Mutter ist auch einmal vergewaltigt worden. Das war schlimm. Im Lager hatten die Frauen Ruhe vor Vergewaltigungen, Ruhe vor Belästigungen. Und die Frauen haben auch schon aus Sicherheitsgründen das Lager nie verlassen. Und die Mädchen auch nicht. Wir waren alle fürchterlich verlaust, Läuse und Flöhe. Ich habe einmal in meinem Hemd 75 Läuse gezählt. Als ich da mit den Russen zusammenarbeitete, hat man mir 47 schon gesagt, ihr kommt bald nach Hause. Ich sage, ich bin hier zu Hause. Ja, aber ihr werdet entlassen. Abends im Dunkeln wurden wir zu einer Versammlung zusammengerufen. Da wurde uns gesagt, also ihr braucht morgen nicht mehr zur Arbeit. Ihr werdet entlassen. Ihr dürft nur Handgepäck mitnehmen. Keine Aufzeichnungen, keine Bücher, keine Notizen. Das war alles verboten und kein Geld. In den von Deutschland während des Zweiten Weltkrieges besetzten und ausgebeuteten Ländern wie Polen werden ab 1945 häufig diejenigen Lager zur Internierung von Deutschen genutzt, in denen zuvor Opfer der NS-Herrschaft gelitten haben. Zu ihnen gehört das Lager Zgoda in Świętochłowice, Oberschlesien. Unter dem Namen Eintrachthütte errichten es die Nationalsozialisten 1943 als ein Nebenlager von Auschwitz. Als im Januar 1945 die Rote Armee einmarschiert, nutzen die neuen Machthaber die alten Baracken, um darin Oberschlesier mit deutscher Volkszugehörigkeit zu internieren. Besonders grausam ist der von Rachsucht getriebene jüdische Lagerkommandeur Samuel Morell, dessen gesamte Familie von den Nazis ermordet wurde. Die Rache trifft auch den damals 14-jährigen Gerhard Gruschka aus Gleiwitz. Im Vorfeld war natürlich die Frage, flüchten wir, wie es viele getan haben, oder bleiben wir? Wobei das für meinen Vater eigentlich keine Frage war, beziehungsweise keine Entscheidung. Ihm war klar, wir haben ein gutes Gewissen aus der Zeit von 1933 an und uns kann nichts passieren. Mein Vater war während der Weimarer Zeit Funktionär bei der SPD. Und als Hitler an die Macht kam, war es dann abzusehen, dass er also nicht bleiben kann. Mein Vater traf es eben auch, dass er seine Stellung bei der Deutschen Reichsbahn verloren hat. Wir hatten eine Dienstwohnung und deswegen mussten wir also die Dienstwohnung verlassen, weil mein Vater eben dann keinen Anspruch mehr hatte. Festgenommen wurde ich also am 3. April 1945. Das war ein Dienstag, der Dienstag nach dem Osterfest, wo eigentlich gar nicht mehr zu rechnen war, dass wir noch irgendetwas dieser Art erleben werden, zumal als in unserer Familie. Und die Situation lief also so ab, dass vier grünbemützte Sowjets vor der Tür standen. Der Kapitän hat die Pistole gezogen und schrie immer auf Deutsch, alle Deutschen Faschisten und dann mitkommen. Und ich wurde dann von den Vieren zu Fuß, also in die Innenstadt geführt, in ein Hotel, das ich auch von deutscher Zeit her kannte. Ich habe dann nur beim Verhören beim NKWD gemerkt, sie wollen mir irgendwas Konkretes also anheften. Beispielsweise haben sie mal angefangen, wir wissen jetzt und wir haben Zeugen, dass du auf unsere Soldaten geschossen hast. Wir wissen auch, wo das war und ich sollte das also zugeben. Und ich habe das also nicht zugegeben. Ich habe gesagt, wüsste gar nicht, wie ein Gewehr versucht, daran krampfhaft und alles Mögliche heranzubringen. Nicht? Ich habe nur immer gedacht, der Hauptgedanke war immer, was läuft hier eigentlich ab? Wenn ich rekonstruiert habe, waren es so vielleicht 2 Wochen, die ich da war. Dann standen eines Tages zwei mit Maschinenpistole bewaffneten Sowjets im Keller und mitkommen. Und die führten mich dann von diesem Hotel in Gleiwitz aufs
Polizeipräsidium. Ich kann mich erinnern, man musste von, das war ein Seiteneingang, Treppen hoch und oben blieben die beiden dann stehen in Erwartungshaltung und ich war kaum die letzte Stufe oben und dann ging eine Schlägerei auf mich los. Da wurde nichts gefragt und nichts ja, gesagt, schon geschrien. Hajotschik, Hajotschik oder so, nicht Heil Hitler. Und schlugen also auf mich ein. Das war also dann so der Empfang. Und das habe ich sehr bald gelernt. Fragen nach Schuld wurden nicht gestellt. Und sich unschuldig geben war nicht sehr erfolgreich. Nicht? Denn da, erfolgreich insofern für die Milizianten, die haben dann jedes Mal darauf losgeschlagen, wenn man nur erwähnte, ich war doch gar nicht in der HJ. Und eines Tages war es dann so, dass ich also zum Kommandanten gebracht wurde und der konnte also fließend Deutsch. Er hat dann nur geschrien am Ende, du bist für uns und bleibst für uns der Hitlerjunge Gruschka. Dann seit der Zeit habe ich auch gelernt, niemals zu sagen, ich war nicht in der Hitlerjugend. Und dann kam ich also in der Straßenbahn, auch überfüllt. Wir wussten gar nicht, wo es hingeht. Lager, gut, eine Vorstellung, Lager, aber was ist das für einen 14-Jährigen? Wir wurden dann also in den Vorhof geführt, der war auch eingezäumt, aber einfach. Das Lager selbst war Doppelstacheldrahtzaun, elektrisch geladen. Für mich übrigens da gleich am ersten Tag ein Schlüsselerlebnis, sage ich mal. Ich las in Deutsch, Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Und das war für mich natürlich ein weiterer, ich wusste natürlich, dass ein deutsches Lager nur sein kann, das ist von Deutschen erbaut und jetzt bist du als Deutscher da auch gelandet. Also die Baracken waren ja innen, so weit es ging, wiederhergestellt. Es waren also Dreierpritschen und dann ein Gang und wieder eine Dreierpritsche, also dreistöckig und zwar an den Wänden aufgereiht und die Belegung war also natürlich überdimensional, sag ich mal. Drei pro Pritsche waren schon ein Schonzustand. Wir waren zum Teil die Jungen gerade, die noch nicht so füllig waren, nicht? Die wurden in vier, dann wurden vier in eine Pritsche gequetscht. Und Sie müssen sich vorstellen, es war so, es waren, sagt man, die Löffelkes legen. Also man konnte nur seitlich liegen, um überhaupt Platz zu haben. Also zwei mit dem Kopf nach oben, zwei mit dem Kopf nach unten. Anders war das gar nicht möglich. Und wenn sich die ganze Belegschaft drehen musste oder einer, dann haben sich alle drehen müssen. Also Morell war in der ersten Nacht schon dabei bei der Razzia. Und was ich noch in Erinnerung habe, er kam in einer schmucken Uniform, er war Hauptmann damals, später, glaube am Ende war er Oberst sogar gewesen. Und der schrie also dann eben, was neuscht, musste mal stramm stehen. Und ja, und dann sagte er ganz ruhig, was so seine Haltung ansprach, ich bin, heiße Solomon Morell, ich bin der Kommandant dieses Lagers. Und irgendwas hat er hinzugefügt. Und dann schon, allerdings wechselnd, meine Verwandten sind alle von euch in Auschwitz vergast worden und ich werde euch, es euch heimzahlen, so ähnlich. Wir mussten also die Hand heben, Heil Hitler, Gruß. Und dann schrie er, ich muss sagen, erst dachte ich, das darf nicht wahr sein, was höre ich? Horst Wessel-Lied singen, aber schnell. Ja, wir haben es gesungen, ich habe es auch mitgesungen. Die erste Strophe konnten wir, weil das ja in der Schule notwendig war. Aber als dann schrie, zweite Strophe, aber schnell. Die konnte ich nicht mitsingen und da fiel ich natürlich sofort auf. Und er zog mich also raus nach vorne, das war schon also gefährlich. Und schrie, warum singst du nicht? So ähnlich. Und dann habe ich wahrheitsgemäß gesagt, ich kann die zweite Strophe nicht. Und ja, das hat ihn natürlich ein bisschen irritiert, aber er überging das und schrie dann wieder, singen, singen, und schlug dann also irrsinnig auf mich ein. Und ich habe natürlich am nächsten Morgen als erstes die Horst-Wessel-Lied, zweite Strophe, gelernt.
Also die Blöcke 1 bis 3, die wurden jeden Tag rausgeführt in die Hütte und vielleicht auch anderswo. Und ich bin einmal nur, hatte das Glück, sag ich mal, es war ja ein ödes Leben, nichts tun zu dürfen. Einmal wurde ich also mit rausbeordert in die Hütte. Da haben wir, ich kann mir nur erinnern, so dünne Stangen dann gestapelt. Aber normalerweise waren eben nur die Männer der ersten drei, das waren die Volkslistendeutschen. Die hatten also das Privileg, ja, ich sage es wirklich von meiner Sicht her, zu arbeiten, denn man ist ja sonst elend abgestumpft, nicht, wenn man da saß. Großer Punkt des Tages war immer die Essensausgabe. Also bis Nachmittag gab es gar nichts. Am Nachmittag bekamen wir eine, ja, eine Wassersuppe. Also das war die Tagesration und ein Stück Brot. Die meisten Todesfälle im Lager gab es nicht durch Folterung und andere Art von Tötungen, sondern durch den Typhus und auch durch Krankheiten, die vorher schon vertreten waren und zwar nicht wenig vertreten waren. Ich habe durch meine Mutter einen sehr starken Glauben mitbekommen und ich habe einfach geglaubt, dass es nicht zu Ende sein kann mit 14 Jahren hier in diesem Lager. Das war das eine. Das andere war, dass ich ja zwar gefoltert wurde, aber eben zumindest die Folterung überlebt habe, während sie viele ja dann nicht überlebt haben. Und das war schon mal wichtig auch für mich, so mich bei den Folterungen zu verhalten. Da waren ja manche Kleinigkeiten manchmal, die sehr wichtig waren. Beispielsweise, ich könnte mehrere Beispiele nennen, aber wenn man geprügelt wurde, jetzt als Einzelperson, nicht als Gruppe, sondern Einzelperson, da war es also, konnte es sehr gefährlich sein, wenn man nicht aufstand, dann stramm stand und sagte, Dziękuję panu. Dann war das zumindest so, dass man dann eben nochmal wieder hergenommen wurde. Und wie gesagt, es konnte je nachdem auch dann gefährlich werden. Das gehörte dann auch zu dem dazu, was eben Überleben heißt, Überlebensversuche. Im ehemaligen Sudetenland werden im Zuge der Vertreibung zahlreiche Lager zur Internierung und Zwangsarbeit der Sudetendeutschen eingerichtet. Die Vertreibung der Deutschen in der Tschechoslowakei hat der im Exil lebende tschechoslowakische Staatspräsident Edvard Beneš bereits während des Krieges mit den Siegermächten USA, Großbritannien und der Sowjetunion bestimmt. Der Vertreibung gehen die völlige Entrechtung und Enteignung der deutschen Bevölkerung voraus. Herbert Heischmann aus Komotau wird in das Arbeitslager Malteuern abgeführt und soll an dem Wiederaufbau des zerstörten Hydrierwerks arbeiten. Da ist er gerade 14 Jahre alt. Bevor er das Lager erreicht, wird er mit 8000 Sudetendeutschen zu einem tagelangen Fußmarsch gezwungen, der als Komotauer Todesmarsch in die Geschichte eingehen wird. Die deutschen Inschriften mussten verschwinden. Tschechen setzten Deutsche aus den Wohnungen. Dieses Schicksal traf auch meine Familie. Und dann kam es eigentlich schon zum 9. Juni 1945. Da erschienen plötzlich Plakate in tschechischer und deutscher Schrift, durch die alle männlichen Bewohner im Alter von 13 bis 65 Jahren für den 9. auf einen Sportplatz zusammengerufen wurden. Es wurden dann noch Männer aufgerufen, die unentbehrlich waren. Die wurden herausgeholt und wieder in Freiheit gesetzt, weil man sie für Betriebe und ähnliche Anlässe brauchte. Und dann, als dieser Teil zu Ende war, fand diese Aussonderung der SS-Leute statt. Die wurden dann mit Schlägen in eine Ecke getrieben und dort
sagen wir mal, erschlagen und teilweise auch angezündet. Die Tötung konnte und musste ich aus einer Entfernung von etwa 15 bis 20 Metern mit ansehen. Dann begann der eigentliche Todesmarsch von Komodau, zunächst mal am Fuß des Erzgebirges entlang, dann über 300 Höhenmeter oder 350 Höhenmeter bis zur tschechoslowakisch-deutschen Grenze. Gebirgsneudorf war noch tschechoslowakisch, Deutschneudorf war sächsisch. Dort hielt dieser Zug, das sind einige tausend gewesen, an und sollte den sowjetischen Streitkräften oder Besatzungsmacht übergeben werden. Und vorher ist natürlich eines zu sagen, wer nicht mehr in der Lage war, weiter zu marschieren, wurde erschossen. Wir persönlich wussten nicht, was mit uns geschah. Wir befürchteten, dass wir irgendwo in Sibirien oder sonst wo landen würden. Da die Übernahme abgelehnt wurde, verbrachten wir ein bis zwei Nächte, ich weiß das nicht mehr genau, teils auf der Straße, teils in Notunterkünften. Und dann ging der Fußmarsch weiter in Richtung Maltdeuern. Und Maltdeuern war ab 1938 Standort von Hydrierwerken, also Hydrierwerke, bei denen aus Kohle Benzin erzeugt wurden. Also eine kriegswichtiger Industriebetrieb. Und um diesen Betrieb gruppierten sich zahlreiche Lager, vorwiegend mit Kriegsgefangenen, und zwar in der Regel mit westlichen Kriegsgefangenen belegt. Und in diese Lager kamen wir. Und wir Jugendlichen von 14 bis 18 kamen nach einigen Tagen in das Lager 17, 18 und war ein reines Jugendlager mit einer Belegung von maximal, die schwankte natürlich, 530, 550 Jugendlichen. Es gab Zimmer mit etwa 10 bis 15 Betten, es gab Strohsäcke, es gab auch gewisse Zentralgebäude, also eine Duschanlage, ein Waschhaus, Verwaltungsgebäude, Magazine. Also äußerlich machte das Lager einen geordneten Eindruck. Ja, klar umzäunt und auch bewacht. Es gab ein strenges Regime. Uniformträger, was sie eigentlich waren, weiß ich nicht genau. Das waren teilweise Werkschutzangehörigen der Hydrierwerke. Das waren auf der anderen Seite Gardisten, sogenannte Rotgardisten. Aber jedenfalls keine regulären Soldaten. Es gab zu essen früh einen Kaffee, der nur den Namen nach als Kaffee zu bezeichnen war, und die Tagesration am Brot, die also in der, im Anfang 500 Gramm betrug und sich dann steigerte. Es gab Mittag dann, da arbeiteten wir ja im Werk, eine breiartige Suppe,
und am Abend noch einmal dasselbe. Ich war also zunächst einmal tätig in der sogenannten Kabelkolonne. Das heißt, wir mussten Kabel etwa in Armdicke in die Erde versenken. Und dazu ist es notwendig, dass in Abständen von 4 bis 5 Meter einer das Kabel trägt und dann durch den Kabelgraben wandert und das Kabel auf diese Weise in die gewünschte Lage gebracht wird. Das ist eine Schinderei, A, wegen des Untergrunds und B, wegen des Gewichtes. Es war verboten, die Internierte zu schlagen. Von diesem Verbot, das wurde laufend bei uns übertreten. Also bei Ordnungsverstößen gab es normalerweise, ich sage es jetzt auf Tschechisch, Pětadvacet na prdel. Das bedeutet 25 auf, ich sage Bo, ja. Burdel ist ein etwas härterer Ausdruck. Also 25 Hiebe mit dem Gummiknüppel auf das entblößte Gesäß. Also das war die, sagen wir mal, die grausamere Seite der Behandlung. Natürlich gab es eine Ausnahme, wenn man Leute bei einem Fluchtversuch erwischt haben. Die wurden also erheblich misshandelt und zum Teil auch, aber vor allem in anderen Lagern, nicht bei uns, auch getötet. Leider muss gesagt werden, dass diese Misshandlungen auch von Deutschen begangen wurden. Es gab einen deutschen Lagerältesten und einen deutschen Lagerpolizisten, nannten wir. Der Lagerälteste war ein erwachsener Deutscher, der aber auch Internierter war. Die waren oft beim Schlagen schneller und härter als die Tschechen. Und der tschechoslowakische Staatsfeiertag ist der 28. Oktober. Gründung der Ersten Republik. Und zu diesem Tag wurde eine Art, sag bewusst, Art Amnestie erlassen. Und da existierte dann bei der Polizei eine Liste, auf der befand sich auch mein Name. Und als meine Mutter dann vorsprach und sagte, also sie möchte eine Entlassungsschein für mich, sagte, der ist doch schon gestrichen. Und da war mein Name rot gestrichen. Und da sagte meine Mutter geistesgegenwärtig, dann ist es aber, ist doch ein Irrtum, streichen Sie es auch schwarz durch. Und das hat er gemacht. Und ich bin entlassen worden mit ordnungsgemäßen Entlassungsschein. Jugoslawien ist seit 1941 von Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien besetzt. Nach der Eroberung durch die Rote Armee im Oktober 1944 wollen Titos Partisanenverbände Rache nehmen, allen voran die Serben. Unter Marschall Titos Herrschaft werden ganze Dörfer und Orte für die schätzungsweise 200.000 dort lebenden Deutschen zu Lagern umfunktioniert. Eines der größten ist das Lager Gakova. Hierher wird der heute emeritierte Erzbischof Robert Zollitsch aus der Gemeinde Filipowa, auf Deutsch Philipsdorf, deportiert. Damals ist er 7 Jahre alt. Sein Trauma beginnt aber schon im November 1944. Bei einem willkürlichen Tötungskommando verliert Robert Zollitsch seinen Bruder.
Wir waren eine rein deutsche Gemeinde, die 1683 unter Maria Theresa gegründet wurde, wo dann Deutsche aus dem ganzen Bereich des Deutschen, des damaligen Reiches kamen, auch etwa aus Baden, aus Württemberg, aus Lothringen. Oder meine Familie väterlicherseits kommt aus der Oberpfalz, in Tirschenreuth, wo die Familie dort seit Jahrhunderten war. Unser Dorf war aber zugleich sehr religiös geprägt. Und unser Pfarrer und der Kaplan und auch der zweite Kaplan, die waren entschiedene Gegner von Adolf Hitler, sodass die Spannungen da war, aber das Dorf selber war viel stärker religiös geprägt, als dass der nationalsozialistische Einfluss stark gewesen sein können. Ende des Krieges kamen zu uns die russischen Truppen und die wurden dann abgelöst von Titos Partisanen. Und da begann natürlich schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil wir spürten, dass wir der Willkür ausgeliefert sind, dass immer wieder Leute abgeholt wurden zur Zwangsarbeit. Und dann gab es am Morgen des 25. November 1944, wurde vermeldet, dass also alle Männer zwischen 16 und 60 sich im Raum um die Kirche einzufinden hätten. Wie meine Mutter zu meinem Bruder noch sagte, er solle doch die besten Schuhe mitnehmen und die entsprechenden Kleider, denn sie war ausgegangen, er gehen und weggehen wird zur Zwangsarbeit. Und dann wurden die alle zusammengetrieben, also in unserer Kirche. Dort wurden sortiert im Hof davor in zwei Gruppen. Eine Gruppe wurde in die Kirche eingeschlossen, die dann überlebt haben, und die anderen 212 wurden dann im Hof um die Kirche dort versammelt. Die wurden dann mit von Partisanen begleitet, von der Kirche aus mitten durch das Dorf hinausgeführt, aus dem Dorf hinaus und natürlich begleitet von Warnschüssen der Partisanen. Und diese 212 mussten dann auf einer großen Wiese zwischen meinem Heimatort und dem Nachbarn Hotschak dann die Massengräber aushaben, in die sie dann brutal hineingeschlagen, nicht mal erschossen wurden. Und die wurden dann zugedeckt mit Erde. Das war natürlich eines der großen Traumata in unserer Familie. Und diese Schüsse, wie sie hinausgetrieben worden sind, die höre ich heute noch, denn die haben sich meiner kindlichen Seele ins Tiefste eingeprägt, weil das natürlich auch das Schicksal des eigenen Bruders damals war. Ein ähnliches Schicksal ereilt Adam Kupferschmidt. Er verliert an diesem Tag viele Angehörige, darunter den Vater. Es ist unbeschreiblich, wie dieser Tag damals abgelaufen ist. Wir haben das dann ja mitbekommen, auch als Kinder, denn die haben morgens musste meine Mutter, das wurde einberufen, alle jungen Frauen mussten sich melden. Und die Frauen wurden dann zu einer Arbeit irgendwo auf den Feldern eingesetzt, schon bewusst so von dem Partisanenkommando, dass die Frauen nicht zu Hause sind und dass die Männer nicht zurückhalten oder irgendwie sie beeinflussen. Und am Abend haben sie dann freigelassen. Und Sie können sich nicht vorstellen, was das dann für ein großes Drama war, wie die Frauen zurückgekommen sind. Und Mutter hat erzählt, auf ihrem Weg, als sie zurückkamen Richtung Philippowa, haben sie einen Wagen getroffen mit Kleider. Und einen weiteren Wagen mit Schaufeln und Spitzhacken und solchen Dingen. Und die haben es geahnt, dass da Schlimmes passiert ist. Es war trotzdem noch eine Hoffnung da. Vielleicht haben sie nur ein paar ermordet. Vielleicht hat man sie nach Russland verschleppt. Man spürte natürlich erst dann Ende November, Anfang Dezember, dass eigentlich wir gar nicht wissen, wie das Ganze weitergeht. Und dann, müssen Sie sehen, wurde Anfang Dezember meine Mutter zur Zwangsarbeit abgeholt. Und ich war dann bei meiner Großmutter, mit meinen drei Cousinen, deren Mutter nach Russland deportiert worden war. Und dann fieberten wir schon, gehen, was wird sie kommen. Es kamen zwei Partisanen am Morgen des Kasamstag ins Haus und sagten uns, innerhalb von 5 Minuten müsste alles Haus verlassen. Wir haben versucht, ein paar Dinge zusammennehmen. Wir wussten ja nicht, wozu. Und dann hieß es, an den Rand des Dorfes wurden wir dort getrieben, wo wir dann nochmals gefilzt und von unserem Großvater getrennt wurden. Und wir sind dann in die Viehwaggons geladen worden, bis sie voll waren, die Einzelwaggons, und kamen dann in das gar nicht allzu weit entfernte Kakowa und wurden dort auf die Häuser verteilt. Immer noch in der Hoffnung, irgendwann kommen wir wieder zurück. Aber diese Hoffnung hat sich sehr, sehr bald zerstört und zunichte gemacht. Also wir kamen dann in einen Viehwaggon, also einen geschlossenen Waggon mit kleinen Fenstern. Und da war auch das Jammern und Weinen sehr stark. Das hat vielleicht 3 Stunden gedauert, vielleicht auch 4. Und dann waren wir in Kakowo.
Und dort konnten wir dann aussteigen, endlich wieder frische Luft. Und es war dann eine riesige Kolonne, die sich gebildet hat. Der Bahnhof ist etwa außerhalb von Gakovo. Und man muss da etwa 500 Meter bis zum eigentlichen Ortsbeginn muss man laufen. Am Ende dieser 500 Meter langen Straße stand ein Spalier von Partisanen. Und wir mussten durch dieses Spalier praktisch Spießruten laufen durch diese Partisanen. Und die wollten unser Geld, sie wollten Schmuck. Neben diesem Spalier am Anfang und dazwischen waren Kissen, Koffer aufgestellt. Und da mussten sie die Ringe, die Ohrringe, Geld, mussten sie da reinwerfen. Und zur Abschreckung lag da eine tote Frau, die sie erschossen hatten, weil sie irgendetwas nicht abgegeben hat. Die Leute waren misstrauisch. Von Zeit zu Zeit mussten wir morgens etwa um 3 Uhr schon wieder antreten auf der großen Straße, um gefilzt zu werden. Oder die Partisanen kamen, die Häuser haben gesucht, ob, weiß Gott, sich da jemand versteckt oder ob wir noch irgendwas haben. Oder um uns dann Angst zu machen, so habe ich es einmal erlebt, als wir morgens um 3 Uhr wieder angetreten waren, wurde zunächst mal eine Frau vor unseren Augen erschossen, weil man angeblich Geld bei ihr gefunden hatte. Wir wissen nicht, was los war, aber man hat uns auf diese Weise Angst gemacht. Und wir waren dann natürlich bewacht von den Partisanen. Es war gefährlich, das Dorf zu verlassen. Es versuchten immer wieder Leute, das auch zu tun und gingen raus, um zu betteln, etwas Nahrung zu bekommen. Es war klar, wir waren der Willkür eines jeden einzelnen Partisanen ausgeliefert, was er wollte. Und die konnten Leute erschlagen, konnten Leute erschießen, die konnten Leute einsperren. Es gab überhaupt keine vorgegebene Regelung für diese Leute, wie sie sich uns gegenüber zu verhalten hatten. Und am schlimmsten ging es euch den Leuten, die dann vom Betteln zurückkamen, erwischt wurden, abgesehen, dass alles abgenommen wurde, wie die dann in der Regel verprügelt wurden, so nach dem Motto, dass sie gar nicht mehr, also ja nicht mehr rausgehen sollten, während die serbische Bevölkerung und Umgebung langsam merkte, wie furchtbar man mit den Deutschen umging und die dann, wenn Leute zum Betteln kamen, durchaus gerne denen mal Nahrungsmittel gegeben haben. Ich hatte auch oft Bettelgänge gemacht und gegenüber der Kommandantur war ein großes Haus mit einem großen Keller und da wurden die Leute, die beim Betteln erwischt wurden, wenn man sie nicht irgendwie anders beseitigt hat oder zur Zwangsarbeit eingesetzt hat, wo die hineinkamen. Und wir kamen in diesen Keller. Und es war ein furchtbar stinkender Raum. Zur Toilette durfte man nicht raus. Da hat man irgendeine Ecke benutzt. Und die Leute haben kaum miteinander gesprochen. Die saßen in einer Ecke, die waren apathisch. Hat keiner mit dem anderen mehr gesprochen. Alles war traurig und schlimm. Also ich war eine Nacht drin, mich haben sie nach einer Nacht laufen lassen. Großmutter war drei Tage drin. Ich habe gar nichts zu essen und zu trinken bekommen. Sie hat dann erzählt, dass sie auch Maisbrot bekommen hat und Wasser. 3 Tage. Wenn ich über die hygienischen Bedingungen spreche, also ich habe in diesen 2 Jahren, als ich im Lager war, keine Zahnbürste gesehen. Fast ein bisschen Seife, was meine Mutter mitgenommen hat, die war aber bald aufgebraucht. Da hat es geheißen, nimm ein Stück Dachziegel, um deine Hände ein bisschen zu waschen. Es gab Krankheiten, ging sehr schnell los. Also das war jetzt ein Ausnahmefall von meiner Tante, dass die Mumps bekommen hat. Meine Mutter bekam dann großes Fieber und ich bekam auch großes Fieber. Und es ist Typhus ausgebrochen. Ich habe dann auch erlebt, natürlich, wie jetzt bekannte Leute einfach nebenweg gestorben sind. Und sie müssen überleben, was es für ein Kind bedeutet, wenn dann in dem Lager, in dem Raum, wo man liegt, 18 Leute da sind, dann plötzlich einer tot ist am Morgen und man schaut, was man mit ihm macht. Und dann ist am Morgen vor die Karren von der Straße entlang und haben einfach die Leichen draufgeworfen, um sie dann wieder in die Massengräber dort zu werfen, bis das Massengrab voll war, um sie zuzudecken. Das sind natürlich die Elemente, die zu dieser Erfahrung gehören, dass man praktisch nicht nur bei Erschießungen oder wenn Leute tot geprügelt wurden, sondern auch natürlich im eigenen Haus dem Tod ständig begegnet ist. Und ich weiß noch gut, wenn wir dann auch mal schauten, dass wir bis zum Friedhof vorkamen. Und Sie müssen überlegen, was das für ein furchtbarer Anblick ist, wenn da ein Massengrab ausgehoben ist, eine tiefe Grube, die Leichen übereinander geschaltet sind und man sieht, wie eins nach dem anderen reingeworfen wird, bis dann doch voll ist und das mit Erde bedeckt wird. Das sind natürlich Bilder, die
vergisst man nie. Ich weiß noch gut, als meine Großmutter einmal ziemlich übel dran war, krank war, dann erzählte sie uns vier Kindern, also wenn ich jetzt sterbe, dann diesen Hock, den ich noch habe, in den näht ihr mich ein, damit mein Gesicht wenigstens bedeckt ist, wenn ich ins Massengrab geworfen werde. Es war im Herbst 1946 und im Frühjahr des nächsten Jahres haben wir ausgemacht, also Mutter hat noch Geld in ihrem Rucksack gehabt und wir haben gehört, wer Verbindungen hat zu den Partisanen, und die ließen sich bestechen. Es gab bestimmte Zeiten, wo sie sich bestechen ließen, und wir sind Gott sei Dank in dieser Zeit, so Anfang 47 bis zu der Zeit, wo wir geflüchtet sind, da sind die meisten Leute geflüchtet. Und da hat Mutter dann über diese Kontaktperson ihr Geld ihr gegeben, und irgendwann hat die Taschenlampe geblinkt, wir können gehen. Und die beiden Führer, die hatten sich schon reingeschmuggelt, das war über Kontaktpersonen, ich weiß nicht, wie das gegangen ist, dass die wussten, dass wir an dem Tag uns rauskaufen. Und die hatten sich reingeschmuggelt und wir sind dann gut durchgekommen. Und andere, die auch flüchten wollen, die haben das mitgenutzt. Das sind vielleicht 30, 40 Leute hinter uns nach. Wir waren an der relativ Nähe zur ungarischen Grenze. Wie ist eine Perspektive? Schauen Sie, eines Tages, sagte meine Großmutter, weiß ich noch genau wie heute, wenn wir hier bleiben, werden wir verhungern. Wenn wir fliehen, können wir erwischt und erschossen werden, dann sind wir auch nur tot. Aber wir können Glück haben und es kann uns die Flucht gelingen. Und tatsächlich ist uns dann Ende Oktober 1945 die Flucht nach Ungarn gelungen, im Schutz der noch stehenden Maisfelder. Und das war eigentlich eine Zeit, wo noch kaum jemand geflohen ist, weil die Leute vorher immer noch Hoffnung hatten, wir kommen irgendwann noch mal zurück in unsere Gemeinden. Obwohl von der Vernunft her jeder sich sagen musste, diese Zeit und Chance ist vorbei. Da ist also schon ein ganz großer Hass, eine ganz große Wut da drin. Und also haben diese Transporte in die Sowjetunion geradezu etwas Rationales, ja, weil man es begründet mit der Arbeit, die man diesen Leuten abpressen will, ja, dass sie etwas tun müssen, um etwas wieder gut zu machen, wie immer das dann im Einzelnen ausgesehen hat. Aber diesen Gedanken kann man eigentlich in den, soweit ich das gesehen habe, in etlichen von diesen jugoslawischen Lagern überhaupt nicht erkennen. In den Lagern in Serbien, in den besagten Lagern, Gakovo oder Rudolfsgnad oder anderen, hat man ja überhaupt nicht versucht, den Menschen einigermaßen etwas zum Überleben zu geben, sondern im Gegenteil, es hat den Anschein, dass man sie wirklich dort sterben lassen wollte, dass man sie nicht selbst jetzt umbrachte, aber doch im Endeffekt damit gerechnet hat, dass sie das nicht überleben. Und manche sind ja auch so gequält worden, dass man das ganz schwer nur begreifen kann, wie das möglich ist, dass Menschen, denen sicherlich Unrecht schon geschehen ist, trotzdem an wildfremden Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, also zum Beispiel kleinen Kindern, dass sie sich an denen in dieser Form rächen, also mit Grausamkeit, mit Sadismus. Das ist, man kann nicht sagen, dass es Vernichtungslager waren, aber man hat es im Grunde genommen darauf angelegt. Man wollte diese Leute loswerden, auf jeden Fall. Und wenn man sie schon nicht abschieben konnte, denn das war durch die Besatzungsmächte, die Briten haben ja die Grenze zugemacht, nicht möglich, und die Ströme kamen zurück, und dann fühlten die sich berechtigt, die Leute umzubringen. Das Schicksal deutscher Zivilisten in Nachkriegslagern bleibt bis zur politischen Wende 1990 ein Tabuthema. In allen ehemaligen Ostblockstaaten, in denen es Lager gab, beginnt eine schrittweise Aufarbeitung. Rumänien ist der einzige Staat im früheren Ostblock, der die Lagerzeit seiner deutschen Staatsbürger anerkennt und den Betroffenen eine staatliche Rente zahlt. In Ex-Jugoslawien steht erst seit dem Jahr 2004 auf dem Friedhof in Gakova, Serbien, dieses Gedenkkreuz für die Opfer des Lagers. Das zweite Gedenkkreuz auf der sogenannten Heuwiese, wo am 25. November 1944 212 deutsche Zivilisten grausam totgeschlagen worden sind, wird erst 2011 errichtet. Der Antrag wird jahrelang abgelehnt, doch Agnes Kupferschmidt, die hier ihren Vater und viele Angehörige verloren hat, schafft es am Ende doch noch, zusammen mit ihrem Mann und dem Erzbischof Zollitsch die Genehmigung zu erwirken.
in den 90er Jahren Heuwiese, das war nicht möglich, weil es hätte ja ein Zugeben dieses großen Unrechtes, das hätte ja stattfinden müssen. Und wenn ich jetzt die Unterlagen bei meiner Mutter nachschaue, die ich damals ja gar nicht so intensiv gelesen habe, da sehe ich, dass eben da drin steht, die Russen haben die Männer erschossen. Und dieser Meinung waren die Leute, wenn sie was gehört haben, im Dorf auch. Das haben die Russen gemacht. Viele haben nicht gewusst, was da geschehen ist auf der Heuwiese. Aber wenn, dann waren es die Russen. Aber wir waren das nicht. Und dann muss ich auch sagen, es waren nicht die Dorfbewohner. Und das waren auch die Schwierigkeiten unserer Landsleute mit den Serben jetzt. Weil unsere Landsleute haben da doch nicht so dran gedacht, dass die ja erst später kamen. Die Heuwiese, die Ermordung auf der Heuwiese war ja vorher. Die war ja 1944. Und das gab auch immer eine Spannung zwischen den Bewohnern, zwischen den Deutschen und den Kolonisten. Aber es war einfach nicht, man hat es gar nicht gewagt, das auszusprechen, diesen Wunsch auf der Heuwiese eine Gedenkstätte. Das hat man gespürt, dass das undenkbar ist. Aber es war immer der Platz deutlich zu sehen, auf diesem Platz, wo die Toten sind, da ist nichts gewachsen. Das war alles ganz nieder. Und da anhand der Fotos kann man das sehen, dass da das Getreide ganz nieder war und das andere daneben sehr hoch. Man hat den Platz ganz klar sehen können. Zur Einweihung auf der Heuwiese kamen ca. 600 Leute. Sie kamen von sehr weit her, alle, die Angehörigen hatten. Und es hat sie alle bewegt. Sie haben das Bedürfnis gehabt, ihre Angehörigen zu beerdigen. Und so kamen von Österreich Busse, von USA kamen einige, aus Stuttgart im Flugzeug waren 40 Personen. Es waren sehr, sehr viele Leute da. Und da habe ich mit meinem Mann gemeinsam auch alles organisiert. Und den Entwurf für den Stein auf der Heuwiese hat auch mein Mann entworfen. Es kamen von kirchlicher Seite, von der Orthodoxen, der orthodoxe Bischof aus Novi Sad, Irine, und es kamen der katholische Bischof aus Belgrad, Hočevar. Es waren, ich glaube, 7 Bischöfe da. Und von politischer Seite, es kamen die Botschafter, der deutsche Botschafter, der ungarische Botschafter, es kam der Ministerpräsident von der Vojvodina, Egeresi. Und das war sehr bewegend, als er ließ sich das nicht nehmen, er hat Serbisch, Ungarisch und Deutsch gesprochen. Und er hat eine Entschuldigung für das Geschehen ausgesprochen und hat es geschildert, wie gut die Menschen früher zusammengelebt haben und dass er um Verzeihung bittet. Und da ist in vielen Menschen etwas geschehen, wo sie gesagt haben, jetzt können wir unsere Angehörigen in Ruhe beerdigen und fliegen und fahren wieder zurück mit einem ganz anderen Gefühl. Wir können auch verzeihen. Ein kleiner Ort in Serbien, der Name Bački Gračac, früher Filipova. Das Geburtshaus von dem ehemaligen internierten Robert Solic. Hier lebt seit 1946 Dušan Brklač. Von dem Schicksal der Deutschen im Ort hört er erst, als die Denkmäler entstehen. Über Gakova haben wir nichts gewusst. Bis heute wissen wir nichts. Nichts haben wir von dem gewusst, erst seit vor einigen Jahren ein Denkmal errichtet wurde.
Es hat sich alles vor unserer Ansiedlung ereignet, vor unserem Ankommen. Und ich selbst schaue überhaupt nicht darauf, ob jemand Deutscher ist oder wer er ist. Denn die einfachen Leute sind überhaupt nicht schuld an dem Unheil, das geschehen ist. Schuld sind die Mächtigen mit Hitler zusammen, die mit ihm verbündet waren. Sagen wir mal, wenn er nicht angefangen hätte, Krieg zu führen, wären diese Menschen niemals umgekommen. Noch hätte es einen Grund gegeben, dass sie umkommen. Niemals. Niemals. Darum verstehe ich nicht, wenn jemand sagt, der ist Deutscher, der ist Kroate, der ist dieser oder jener. Für mich sind alle Menschen gleichwertig, wenn sie ehrlich sind und ehrliche Absichten haben. Auch der Glaube ist nicht von Bedeutung. Ich wiederhole, die einfachen Leute sind nicht schuld. Wer wollte denn schon, dass sein Kind durch ganz Europa geht und was weiß ich wohin? Warum? Wer wollte das schon? Das wollte keiner. Die Führung an der Spitze hat das gemacht. Sie hat Schlimmes in der Welt angerichtet. Und es wundert mich, warum die Menschen Kriege führen. Warum überhaupt? Ich wundere mich, wieso die Menschen nicht zusammenarbeiten. Ich habe die Schule für Ökonomie besucht. Das habe ich gelernt. Die Menschen stehen in der Pflicht, dass sie zusammenarbeiten und dass sie Güter austauschen. Ich produziere dieses und du produzierst jenes. Und dass wir diese Güter austauschen und dass wir gut zusammenleben im Einvernehmen und nicht, dass wir uns schlagen und gegenseitig umbringen. Danach sagen sie, warum gemordet wurde. Es wurde gemordet, weil das so vorbereitet wurde. So ist es. In Komotau, Tschechien, ist man mit der Aufarbeitung noch nicht so weit. Einen Gedenkstein für die Opfer des Komotauer Todesmarsches will man hier nicht haben. Das Mahnmal steht deshalb an der sächsisch-tschechischen Grenze, aber auf deutscher Seite in Deutsch-Neudorf. Dafür hat sich Stanislav Diert eingesetzt. Das Denkmal, vor dem wir stehen, befindet sich an dem Ort, an dem die Komotauer Männer während des Todesmarsches ankamen. Leider gelang es nicht auszuhandeln, dass das Denkmal auf der tschechischen Seite dort aufgestellt wird, wo der Todesmarsch begann. Die Bewohner Komotaus waren nicht bereit, das zu erlauben. Auch die Stadtverwaltung war nicht bereit, das anzunehmen. Also entstand das Denkmal hier in Deutsch-Neudorf, an dem Ort, wo der Marsch bis zur Grenze kam. Von hier aus ging es weiter nach Saluzhy, nach Malteuern. Hier wartete man auf die Ankunft der russischen Offiziere. Hier verbrachten sie eigentlich 2 Nächte. Damit sind viele Geschichten verbunden, die mir meine Freunde erzählt haben, die wegen ihrer Erlebnisse auf dem Todesmarsch dann nie wieder die Tschechische Republik betreten wollten. Das Denkmal trägt das Relief, das als Werk des Komotauer Malers und Bildhauers Adolf Sachs entstanden ist. Das Denkmal ist ein Ort, an den die Komotauer Deutschen regelmäßig jedes Jahr kommen, am Jahrestag dieser Geschehnisse. Einige Jahre lang kam auch eine Gruppe von Komotauer Gymnasialschülern mit Professor Herz hierher, die dem Weg des Todesmarsches folgte. Heute gibt es leider nur noch wenige gebürtige Komotauer, beziehungsweise ihre Zahl nimmt ab. Sie waren also gezwungen, den Termin mit einer Wallfahrtsmesse in Kwinau zusammenzulegen, zu der sie auch regelmäßig jedes Jahr anreisen. So findet es aber in den Ferien statt und die Kinder können auf diese Weise nicht mehr kommen. Dennoch kamen natürlich auch in diesem Jahr die aus Komotau stammenden zusammen. In den letzten 2 Jahren waren zum ersten Mal auch Vertreter des Komotauer Rathauses hier. Natürlich ist die Situation nicht überall gleich. Es gibt Städte in der Tschechischen Republik, wo es ganz normal ist, an die Denkmäler zu erinnern. Nehmen wir beispielsweise die Situation in Brünn und die Art, wie sich
Brünn dem dortigen Todesmarsch nach Porlitz gestellt hat. Nichtsdestotrotz sind die nordböhmische Region und die Aussiger Region spezifisch. Hier sind die Ressentiments, die seit der Ersten Republik überdauern und aus den Geschehnissen, die dem Ersten Weltkrieg vorausgingen, noch immer sehr stark. Leider muss ich sagen, dass sie nicht durch die Regionalverwaltung abgebaut werden. Dass die Haltung, ja, wir sind heute in der Europäischen Union, wir sind Verbündete, wir haben ein Ziel, die Schaffung eines gemeinsamen Europas, nicht so erfüllt wird, wie wir es uns wünschen würden. Es geht nämlich darum, dass wir erst, wenn wir als selbstbewusste Bürger in der Lage sein werden, uns auch mit den dunklen Seiten unserer Geschichte, unserer Vergangenheit zu befassen, daran denken können, eine gemeinsame Zivilisation zu sein, ein Kulturkreis. Deutsche Zwangsarbeiter als lebende Reparationszahlung. Ein unbequemes Thema bis heute auch für die ehemalige Sowjetunion. Da sind die postsowjetischen Reaktionen sehr unterschiedlich. Also man kann im Grunde sagen, für Zentralasien, Kaukasische Republiken, da weiß man nichts, was da im Innern passiert. Und das ist sicherlich kein Thema. Allein schon mangels Masse sehr häufig. Kasachstan etwa wird sich mehr mit den russlanddeutschen Deportierten noch auseinandersetzen müssen. Und federführend ist dann oder Vorreiter war dann sicherlich Russland mit so allgemeinen Rehabilitierungsverfahren. Aber die eigentlichen Themen selbst werden, wenn aufbereitet, eher im Kontext des eigenen Umgangs mit der stalinistischen Vergangenheit. Und dann ist dann so das Schicksal von Nicht-Russen oder nicht-sowjetischen Bürgern doch auch wieder sekundär, beziehungsweise wird da mitberedet bei allgemeinen Einschätzungen über Moral, über Recht, über Errungenschaften oder Misserfolge oder über Verbrechen des Stalinismus. Und wenn man sich das so vorstellt, dann ist auch sehr schnell eindeutig, dass die offizielle russische Politik seit den 90er Jahren das gar nicht mehr berühren mag. Und wenn da etwas aufbereitet wird und aufgearbeitet wird, dann sind es Organisationen wie Memorial zum Beispiel, die das dann auch wirklich, auch diese Gruppe der Deutschen nochmal in den Blick nimmt, in Kooperation dann mit deutschen Stellen. Es sind lokale Initiativen, die daran erinnern können, aber in einer Art von Gedenkstätten oder Denkmäler für hier ruhen deutsche ehemalige Zwangsarbeiter, da ist mir jetzt so auf Anhieb keines bekannt, es sind dann deutsche Initiativen und daran entscheidet sich dann, wird so etwas genehmigt oder nicht. Dann kann man das von der offiziellen Behörde, von der offiziellen Sicht etwas einstufen, da ist man offener, da ist man weniger offen. Es gibt in Moskau auch tatsächlich dann auf den entsprechenden Friedhöfen so eine Plakette oder eine Statue für deutsche Opfer. Da waren dann Japaner Vorreiter, die dann zunächst begonnen haben. Und dann konnte man immer argumentieren, wenn die Japaner, dann dürfen die Deutschen auch. Aber in den Regionen, dass man da jetzt alte Lagerbaracken nochmal aufbereitet, ein Museum aufmacht oder dergleichen mehr, das sind dann lokale Initiativen, die dann generell Stalinismus aufarbeiten, dann darauf stoßen oft erst, dass es hier auch Ausländer gab und dann sie da etwas versuchen, Verbindungen zu knüpfen. Aber das ist wirklich von unten nach oben und nicht umgekehrt. Ganz anders die Situation in Oberschlesien. Hier ist das Opfergedenken lebendig. Eine Gedenkmesse mit anschließender Kranzniederlegung findet jedes Jahr im Juni statt. Auf dem Friedhof in Schwentochlowitz wird nach der Messe eine Andacht gehalten. Am Gedenkstein für die Opfer des Lagers Skoda. Danach am ehemaligen Lager. Polen, Deutsche und Schlesier setzten hier gemeinsam ein Zeichen gegen das Vergessen. Über die Ereignisse, die wir heute als oberschlesische Tragödie bezeichnen, wurde über Jahre nur wenig gesprochen. Im Grunde war das Thema im öffentlichen Raum nicht existent. Und wenn doch, dann waren es entweder Halbwahrheiten oder man hat schlichtweg gelogen. Erst seit einer relativ kurzen Zeit dürfen wir laut über diese Ereignisse sprechen. Die Aufgabe, die uns nun bevorsteht, ist vor allem das Thema oberschlesische Tragödie in unsere Schulen zu tragen.
sodass jeder auch in der Schule über diese Geschehnisse erfahren kann. Nicht nur zu Hause, nicht nur im Sinne der Weitergabe einer familiären Erinnerung, sondern ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, auch im Sinne der Zukunft. Betrachtet man die heutige Zeit, so ist zu sehen, dass die Möglichkeit einer Wiederholung solcher Ereignisse noch immer besteht. Darum sollten wir, meine Damen und Herren, auch bei diesem Gedenkakt für die Opfer des Lagers Zgoda daran denken, dass das Wissen um die Geschehnisse, dass die Erinnerung an diese Geschehnisse noch immer weiterhin an die nachfolgenden Generationen weitergegeben wird. Das einstige Lagergelände. Hier befinden sich jetzt Schrebergärten. Der ehemalige Pfarrer Franz Wilke aus Marl in Recklinghausen hat in Zgoda seinen Vater verloren. Doch er kann vergeben, dank des offenen Umgangs mit dem Geschehen. Vom Lager sieht man heute unmittelbar nichts mehr. Wir wissen aber, dass hier direkt neben uns kurz nach der Auflösung des Lagers eine Schrebergartenanlage entstand. Und wir können ziemlich sicher annehmen, dass hier direkt neben uns die Baracken standen, auch die Baracke, in der mein Vater umgekommen ist. Er war herzkrank, war deswegen nicht Soldat im Krieg, sonst wäre ihm das erspart geblieben. Möglicherweise hat das natürlich auch zum schnellen Ende geführt. Wir haben immer von einem Arbeitslager gehört. Es war ja eher ein Rachelager. Meine Gefühle sind natürlich sehr emotional, aber mit der Zeit, muss ich sagen, doch auch von einer gewissen Befriedigung erfüllt, dass man heute offen über diese schlimmen Zeiten sprechen kann und dass es nicht nur die deutsche Minderheit ist, die der Opfer von Zgoda gedenkt, sondern auch doch mittlerweile von offizieller polnischer Seite, dass auch zugelassen wird, unterstützt wird und gefördert wird. Das sehe ich mit Genugtuung. Das Lager Zgoda, ein Ort des Schreckens. Davon zeugen bis heute in den Schrebergärten Relikte der alten Lagerbaracken. So auch im Garten von Henryk Reitor. Die Sache war die, dass vieles ganz einfach in kompletter Unordnung dalag. Umhergeworfen, umgestoßen. Das waren die Wochen, wo die Überreste des Lagers fortgeschafft wurden. Und da wir als Kinder unseren Eltern auch irgendwie ein bisschen was helfen wollten, haben wir vorgeschlagen, Vati, da gibt's irgendwelche Fenster und so, sollen wir das holen? Auf diese Weise kam das dann eben in unseren Garten. Später beim Bau unserer Gartenlaube konnten wir das gut gebrauchen, denn wir haben die Fenster in die Laube eingebaut und so haben sie sich bis heute erhalten. Das sind Dinge, da glaubte damals keiner, dass das irgendwie von größerer Bedeutung sein könnte. Und jetzt ist das zwar schon Geschichte, aber die Sachen haben, wie man so sagt, noch immer ihre Verwendung im Garten. Die Pfeiler vom Tor konnten mit Kränen jeweils im ganzen Stück ein paar Meter an die Seite verlegt werden. Denn hier an dieser Stelle war ja leider ein Garten angelegt worden und da gäbe es bis jetzt keine Spuren mehr davon, weil man es schon ganz wegschaffen wollte. Aber dann kam jemand auf die Idee, das Tor ganz einfach stehen zu lassen, als Andenken daran, dass es hier doch so etwas wie ein Lager gegeben hat. Als ich hier gekommen bin, hat man mir den Friedhof gezeigt, den ich betreue als Pfarrer. Wir haben einen schönen Friedhof hier in Schwindoklowitz. Ein Teil dieses Friedhofs war eine Wiese. Eine Wiese mit ein paar alten Kreuzen, mit einem Datum 1945. Ich habe Fragen gestellt, was ist das für eine Wiese? Es hat sich herausgestellt, dass das ein Massengrab der Opfer dieses Lagers war. Ich bin dem Thema begegnet. Ich habe weitere Fragen gestellt und habe mich bemüht, diese Wiese zu einem würdigen Gedenkort umzugestalten. Und das ist mir mit Hilfe des Wojewodschaftsamtes in Katowice gelungen.
Seit einigen Jahren ist das eine meiner Meinung nach würdige Gedenkstätte für Hunderte von Opfern dieses Lagers. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass die Angehörigen der Opfer auch eine Möglichkeit bekommen haben, dort eine kleine Tafel anzubringen mit dem Namen ihres Angehörigen, ihres Familienmitglieds, der hier ums Leben gekommen ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen am 1. November, wo wir unsere Toten gedenken hier im Lande, eine Möglichkeit haben, dorthin zu gehen und eine Kerze zu stellen bzw. Blumen niederzulegen. Tatsächlich ist es so, dass dieses Lager hier während des Zweiten Weltkrieges entstanden ist als eine Filiale von Auschwitz, wo hauptsächlich jüdische Insassen da waren und wo es ein Nazi-Lager war. Der Zweite Weltkrieg ist mit Mai 1945 nicht zu Ende gegangen. Es ist tragisch, dass die Nachfolgen des Krieges, das weiter da waren, Hass und Entmenschlichung des Menschen. Krieg hat Entmenschlichung des Menschen zur Folge. Und unsere Aufgabe heute ist, dies zu zeigen als eine Mahnung für die Zukunft, dass der Mensch sehr nahe daran steht, sein Humanum zu verlieren. Egal, ob es ein Deutscher ist, ein Jude, ein Pole, ein Tscheche, ein Russe, ein Amerikaner. Ein Mensch muss darüber nachdenken, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und deswegen ist Skoda so wichtig. Eintrachtshütte, Eintracht ist nicht automatisch. Frieden ist nicht automatisch. Was wir hier in Mitteleuropa, in Westeuropa haben, das heißt Frieden seit mehr als 70 Jahren, das ist nicht automatisch, es ist nicht vom Himmel runtergefallen. Es ist unsere Bemühung und ich glaube, jetzt brauchen wir das, uns wieder zu erinnern, dass der Friede eine Aufgabe an uns ist und dass es nicht automatisch vom Himmel fällt.